Der kleine Scheißer kommt hier zu uns auf unser Sofa und macht nicht mehr selber. Hallo und herzlich willkommen zum Play Talk mit dem Phil und mit mir, dem Izzy. Und wir kommentieren heute eure Kommentare. Machen wir das? Ja, oder? Oder willst du das anders sagen? Nein, wir kommentieren eure Kommentare. Ja, dann machen wir das doch. Ja. Direkt rein ins Geschehen und der Gabba Gandalf schreibt: Ich muss hier mal ein wenig klugscheißen. So. Der hat eine tiefere Stimme. Ich muss ein wenig klugscheißen. Denn es gibt die folgenden Gilden: Wassermagier, Miliz, Paladin, Feuermagier, Söldner, Pirat, in Klammern Erweiterung, Ork, in Klammern Cheat, oder, und Bandit, Bandit sozusagen, in Klammern Cheat. Ja, Alter, Gabba Gandalf, ey. Was geht ab? Cheatet doch nicht jeder hier. Hör auf mit dem Cheating, Alter. Ganz ehrlich. Ja, wir starten eine Aktion gegen den Gabba Gandalf. Also, ihm war die Geistergilde sowieso das Sektenlager im ersten Teil von Gothic. Ich kenne mich in Gothic echt nicht Gothic aus. Gespielt. Nein! Oh Gott! Verdammt nochmal! Nee, aber Gabba Gandalf hat natürlich recht. Wobei, ja genau, Wassermagier und Pirat. Nee, Pirat konnte man die echt spielen auch? Ich glaube, das war nur so eine Nebengilde, die war gar nicht richtig. War gar nicht richtig auf. Jetzt gucke ich ihn immer an. Aber ja, aber der Gabba Gandalf, ja, der hat doch hier schon. Der hat auf jeden Fall auch Gothic gesuchtet, was ich sehr positiv finde. Ja, und das als trotzdem Gandalf. Hast du mir ins Bein gekackt. Finde ich nicht cool. Alter. Bist du jetzt ein bisschen angepisst auf den Gabba? Ja, schon. Auf den Gabba-Boy? Er hat mich bloßgestellt. Er hat mir die Kleidung vom Leib gerissen. Jetzt sitze ich hier nackt. Boah, das ist wirklich hart. Aber die nächste jetzt hier vom... Bilder im Kopf, oder? Ja. Nö, ich mache mir da gar keine Gedanken. Gut. Termok HD HD, rasier dir bitte den Bart ab. Du siehst aus wie ein Penner. Ja, ey, ich bin nicht dazugekommen. Also außerdem bin ich auch dezent stolz auf meinen Bart. Also fick dich, Alter. Also so ein Penisersatz ist dein Bart auch irgendwie so ein bisschen. Ja, kann man so sehen. Penisersatz vor allem. Ey, ich werde schon den nächsten Mal wieder rasieren. Aber ich meine, was machst du dir überhaupt so viel aus meinem Aussehen? Verstehe ich auch nicht. Thermomok AG. Vielleicht ist er auch einfach nur neidisch. Auf meinen Bart? Auf deinen ausgeprägten Bart. Ich würde sagen, bist du neidisch? Ja. Ja? Mhm. Also du hast mehr eigentlich als ich. Nee, ich habe ja hier diese Lücken. Die hast du ja gefüllt da. Ich habe so langsam, ich könnte mir jetzt schon langsam hier so einen Chopper-Bart machen. So ein Stefan Raab. Bart. Ja. Kommt ja bestimmt. Da kommt eine Stefan Raab-Parodie. Es ist, glaube ich, bei mir schon so ein Gegenwirken, auch gegen Thesis und OGs, doch sehr ausgeprägten Bartwuchs, dass ich jetzt einmal mitziehen will. So ein Minderwertigkeitskomplex. Halt so ja, ist bei mir halt doch noch so ein Flaum ein bisschen. Ja. Also, ouch, hat wehgetan. Schon wieder ausgezogen. Also, ouch. Sitzt hier nackt und. Nächster Kommentar, kannst du ja auch gerne mal vorlesen. Lesen? Doch. Was ist heute los? Ja, jetzt will ich nicht lesen. Chaoten-Alarm! Phil, ganz ehrlich, du siehst ohne Bart 1000-mal besser aus. Mann, hallo, mach doch mal hier Bart und so. Weg alles und sowas alles. Du kannst ja, du musst doch da was tun. Mach doch mal hier Bart und so. Izzy, artikulier dich doch mal ordentlich, ey. Mach ja, hier. Mach mal hier Bart und so. Okay, mach ich. Machst du Bart ja, und so? Ja, nächste Woche bin ich wieder bartlos. Alles klar. Gegen euch. Ja. Fuck. Fuck. Da. Big Shit LP. Nicht mehr im Epic Beard Club. Diesmal hat nichts mit deinem Bart zu tun. Ist das nicht in den älteren Games nicht so, dass man auch, wenn man keine Waffe hat, die Waffe ziehen muss? Ja, genau so war's. Ich hab's verkackt. Ich hab's mir angesehen und dachte mir, peinlich, was ich da abgezogen habe. Einfach nur peinlich. Ist dir das peinlich jetzt im Nachhinein? Ja. War es dir in dem Moment auch schon peinlich? Weißt du, ich kann als Frau rumrennen in der Innenstadt, ist mir nicht peinlich. Aber wenn ich mich da sehe, wie ich vor Gothic 2 meinem absoluten All-Time-Favorite sitze und nicht mal weiß, dass man die Waffe ziehen muss, obwohl man keine Waffe hat, dann ist mir das peinlich. Warum? Dann ist mir das peinlich! Nee, das verstehe ich. Prinzipien! So, den liest du jetzt vor, weil der ist mir viel zu lang. Boah. Hier geht's nochmal um die Steuerung, hopp. Nix da, Alter. Obwohl, Österreich lese ich hier. PS, du machst die Österreicher gut nach, bin selber einer. Ja, das ist immer lustig, also zum Beispiel Österreichisch kann ich halt wirklich gut, weil meine Oma aus Österreich kommt. Und dann finden sie Österreicher auch cool. Wenn ich zum Beispiel Sächsisch probiere, no, also ich kann ja auch, kann ich auch Sächsisch. Aber, dann komme ich da hin, du machst das zu echten Sachsen, und probiere mit denen Sächsisch zu reden, die schauen mich an und sagen, lass es lieber bleiben. Ja, das kenne ich. Das ist bei mir ganz genauso. Also wenn du einen Dialekt nachmachst, dann mögen das die Leute, die den Dialekt sprechen, nur wenn sie selber nicht merken, dass du den nachmachst. Okay, als Christian Trauens Fränkisch gemacht hat, mir hat die Nackenhaare aufgestellt, ja. Weil ich habe absolut als Franke wusste, dass es nicht Fränkisch ist, was er da macht. Und kein anderer checkt's.
Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, das sind die kleinen Details. Aber das Österreichisch kann ich ganz gut. Deswegen versuche ich auch irgendwelche Akzente zu meiden, weil ich glaube, perfekt kann ich keinen. Ja, das ist hier irgendwie das einzige Loop, was ich bitte. Komm, nächstes machst du auch noch jetzt. Bitte, hier. Hör auf, das Game zu spielen. Das sind aber echt gemeine Kommentare. Das kann ich mir nicht mit ansehen, wie schlecht du das spielst. Wenn du es weitermachst, Win Top oben im Turm ist doch ein Dolch, den du dir holen musst und linke Maustaste gedrückt halten und dann Pfeiltasten nehmen. Okay. Richtige, die Leute machen sich richtig Arbeit, euch kleine Tutorials zu schreiben, wie ihr das jetzt machen sollt. Jens Lapke. Das war echt gemein, aber du hast leider recht. Mach Street Comedy auf deinem Izzy. Achso, auf meinem Kanal. Soll ich Street Comedy machen? Ach so, ich dachte jetzt, ich soll Street Comedy auf deinem Izzy. Auf dir machen. Das wäre natürlich auch ein lustiges Video. Könntest du dir vorstellen, auf mir Street Comedy zu machen? Also du legst dich auf die Straße und ich mache auf dir Street Comedy. Ja. Ja, wieso nicht? So könnte man mal drüber nachdenken. GTA Relife auf dir. Da gibt es dieses super geile Video, wo mit Stop Motion ist das gemacht, ein Typ ein Skateboard ist. Wir haben halt ganz viele Fotos gemacht. Ah, ich glaube, das habe ich gesehen. Er ist tierisch. Also das können wir machen als Street Comedy. Sehr gut. Dann machen wir dich. Street Comedy auf Izzy. Boah. Geil. Was Dopo angeht, habe ich mich das auch schon oft gefragt. Mein Gaydar schlägt da durchaus aus. Was allerdings nicht unbedingt was heißen muss. Finde aber, dass es sich nicht gehört, sowas dann auch noch auf so eine Weise zu fragen. Letztendlich ist es doch egal. Wichtig ist doch nur, dass er kein Terminator oder Speer einer außerirdischen Rasse ist. Das ist natürlich die Frage, woher dein Gaydar auch feststellen möchte, dass er kein Terminator und kein Speer einer außerirdischen Rasse ist. Das stimmt. Wieso nicht wir alle zum Beispiel hier, das gesamte Netzwerk, einfach nur Terminatoren sind, die mit YouTube-Videos die Weltherrschaft erreichen? Ich würde das nicht ausschließen. Nö. Also wie sich die Leute hier teilweise verhalten. Das ist durchaus eine realistische These. So. Durchaus. Ja. Aber schön, dass sich wieder wer Gedanken gemacht hat. Ja, machen sie ja alle. Ja. Das ist ja der große Unterschied zum Fernsehen. YouTube guckst du bewusst, machst dir Gedanken, Fernsehen schaltest du ein und schläfst ein. Hat auch was, wenn man abschalten will? Nee, finde ich nicht. Gar nichts. Nee, ich finde das scheiße. Bleib mal bei YouTube. Ja. Teppichrasen. Könnt ihr mal wieder einen richtigen Playtalk wie früher machen und nicht andauernd Kommentare kommentieren? Finde ich super. Finde ich auch gut. Ja. Ja. Mach mal. Ist diesmal aber nichts draus geworden. Ja, mach mal, Izzy. Okay, worüber sollen wir denn reden? Mach mal deine Balls ein und mach mal aus dem Playtalk hier wieder wie früher. Okay. Ja. Worüber sollen wir reden? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben? Sollen wir neue Spiele thematisieren? Sollen wir generell irgendwelche anderen Themen thematisieren? Sollen wir Thema thematisieren oder Thema thematisieren? Lea Dykstra, der soll mal unbedingt mitspielen. Bin ich auch dafür. Ich würde gerne mal eine Runde mit dem Wrestle zocken. Was soll der denn mitspielen? Soll er beim Let's Play mitspielen? Also GTA? Oder soll der mal irgendwie App Play? Oder was weiß ich? Wo soll der denn mitspielen? Was kann der Wrestle? Der Wrestle. Cutter Game. Cut the Rope gibt's doch das Spiel. Das wäre doch was. Der Wrestle, für alle, die es nicht wissen, ist der Cutter auch von Waititi. Und ich würde sagen, der Wrestle. Der soll den Kanal übernehmen, ey. Komplett, oder was? Ja, der soll vor der Kamera schneiden. Ja, und sein eigenes Game noch rausbringen. Ein Cutter-Game. Ja, die Cutter-Kompen. Ja, das wäre, boah, stell mal vor. Tierisch. Jump'n'Run. Und dann Cutter soll das kommentieren, während er es spielt, sein eigenes Game. Das war's tatsächlich auch schon mit den Kommentaren. Echt jetzt? Das war's schon. No, scheiße, das sind aber wenig. Hättest du gerne noch mehr Kommentare? Hast du eine schöne Auswahl getroffen, aber ich finde es ein bisschen wenig. Ich hab das doch gar nicht getroffen. No, wir hatten das getroffen. Oh, das waren die Leute hier, die hier alle rumstehen. Die Regie war das. Doch, die Regie. No. Ich dachte, du machst noch selber was. Nö. Ist nicht mehr so bei den neuen YouTubern, dann wird alles vorgekackt. Nichts mehr machen die selber. No, wir haben damals noch selber mit eigenen Händen die Kamera erhoben. Erhoben. Die Klappe vor die Kamera gehalten und den Kommentar selber rausgesucht. Du wirst jetzt aber selber geschrieben, habe ich den auch noch. Selbst habe ich die Kommentare unter meinem Video geschrieben, das weiß ich noch. Damit ich ein paar Kommentare habe. Und der kleine Scheißer kommt hier zu uns auf unser Sofa und macht nicht mehr selber. Nicht mehr machst du selber, Izzy. Finde ich scheiße hier. Kannst du mal selber raus, du Scheiße. Das ist überhaupt nicht mehr sächsisch, merkst du? Ja, alle Sachsen da draußen denken sich jetzt, fick dich, Alter. Hat nichts mit sächsisch zu tun, was du da machst. Jetzt muss ich mich aber erstmal wieder beruhigen von deiner Attacke hier. Nächstes Mal schon in der Komm-Komm-Show angeschrien. Ja, ich werde die ganze Zeit angeschrien, ja, Mann. War jetzt schon heute. Soll mal einer sagen, YouTuber zu sein, wäre ein geiler Job.
dachte schon, ich muss jetzt noch wieder reingucken und dann bekomme ich... Na, ist ja auch egal, auf jeden Fall war es das mit der Com-Com-Show. Nächstes Mal schreibe ich einfach einen Kommentar selber, weil dann habe ich auch was Eigenes gemacht. Ich schreibe ja auch mal Kommentare in den ganzen Y-Play-Videos, aber die werden ja anscheinend nicht mit reingenommen. Anscheinend sind die das ja nicht würdig. Ja, dann such sie doch mal selber aus, Alter. Ja, dann suche ich die nächsten Mal selber aus. Super, noch mehr Arbeit, als hätte ich nichts zu tun. Als ob du so viel zu tun hast. Ja! Wer steht immer unten beim Kicker? Ich nicht. Ja, stimmt. Verdammt. Aber manchmal, mit dem Wrestling spiele ich manchmal Kicker. Das können wir auch mal irgendwo. Und wer gewinnt? Ja, ich. Aber manchmal auf dem Wrestling. Das ist echt ein spannendes Match. Ist ja auch egal, das war es jetzt auf jeden Fall mit dem Play Talk. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder, bevor wir jetzt irgendwie komplett ausschweifen und was weiß ich, wo drüber noch reden. Das war's, ciao!